So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde jetzt heute mal kein Stream machen, also kein Livestream, sondern ich werde jetzt einfach so spielen und einfach mal testen, wie die Qualität denn ist, wenn ich einfach ein Video hochlade. Und ja, wir werden auf jeden Fall wieder auch per Livestream-Übertragung Zelda spielen. Aber mir war jetzt mal wichtig, dass ich mal gucken kann, was ich aus meinem Setup so rausholen kann. Und ja, wir waren gerade eben in dem Schrein. Und da bietet sich auf jeden Fall an, dass ich... Oh, hier ist es sehr kalt. Da müssen wir natürlich auch gleich mal gucken. Haben wir irgendwas gegen Kälte? Ja... Nicht viel, aber ein bisschen. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal weiter. Ich bin echt sehr gespannt, wenn ich das Ding hochgeladen habe. Und auch wenn ich mir die Qualität dann mal angucke, wie es denn überhaupt aussieht. Also, das ist ja immer im Livestream so, wenn die Verbindung nicht so gut ist, dann... Naja, ist die Qualität manchmal nicht so gut. Aber wird schon passen. Deswegen... Guck mal, da hinten ist auf jeden Fall ein Schrein. Ah, nee, wir hatten unser Pferd Cash auf jeden Fall am Start. Da müssen wir erstmal zusehen, dass wir das mitnehmen, weil das ist wirklich richtig, richtig gut. Zack, und dann einmal rüber. Mit der Hoffnung, dass wir auch ankommen. Wo ist denn das Pferd? Oh ja, muss weiter rechts. Ich denke, so mit der Höhe sollten wir das auf jeden Fall hinbekommen. Also ich werde jetzt mal kurz einmal nicht... Ja, so ungefähr 20 Minuten ungefähr spielen. Mal schauen, was wir in diesen 20 Minuten erreichen. Und es wäre verdammt cool, wenn denn hier auch die Qualität dann wirklich dementsprechend passt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Wir haben schon einiges geschafft in dem Spiel. Müssen aber noch einiges machen. Ja, wir haben erst einen Titan befreit und... Das ist natürlich echt nicht viel. So, hier ist unser Pferd. Oh, da haben wir ein paar Jungs geweckt. Das ist nicht gut. Warte mal, die machen wir mal ganz kurz weg. Das lassen wir uns nämlich so nicht gefallen. Oh, ein Stachel-Mob-Keule. Klingt ganz gut. Boah, aber da haben wir schon ein paar Mineralien auf jeden Fall, die wir mitnehmen können. Sehr cool. So, weiter geht's. Wir haben auf jeden Fall in dem letzten Stream dieses wunderschöne Pferd nämlich bekommen. Beziehungsweise gefangen. Und das wollen wir natürlich nicht missen. Warte mal, was ist das denn hier für ein verrostetes Schwert? Dann nehmen wir doch... Nein. Dann nehmen wir lieber diese Stachelkeule und werfen das verrostete Schwert weg. So. Genauso. Haben wir alles dabei? Haben wir. So, da hinten müssen wir ja noch ganz hin. Also ist schon ein Stückchen. Jetzt reiten wir hier mal runter. Und werden und werden und werden. Guck mal, da hinten ist ja der Schrein, wo wir das Pferd parken können. Und werden kurz diese Tour auf jeden Fall nehmen. Ja. Genau so machen wir das. Weil dann habe ich, glaube ich, jetzt auch endlich mal ein Video hochgeladen und nicht nur live per Livestream. Eieiei. Was aber nicht schlecht ist. Ah, okay, will er nicht? Dann gehen wir mal hier so runter. Und ich glaube, so für nebenbei, wenn man... Also, wenn es sich denn lohnt... Weil ich weiß nämlich gerade nicht, wie viel Zeit ich habe... Ist es hier auf jeden Fall gerade eine gute Variante, mal zu schauen. Uiuiui. Ui, ui. Boah, das Pferd ist aber wirklich klasse, muss ich sagen. Jetzt können wir fünfmal den Reitersporn einsetzen. Er hat schon einen Vorteil. So, und ich soll nämlich jetzt irgendwann
mehr oder weniger bin ich gerade auf Bereitschaft. Indirekt. Und da wäre es doof, einen Livestream zu starten und dann plötzlich geht das halt nicht. Wäre ein bisschen doof. Aber naja, denkt auf jeden Fall an das Gewinnspiel. Es ist nicht unwichtig. Ich finde Pinpointer und Metalldetektor so für den Anfang 20 ist mega gut. Und ich freue mich auf den Gewinner. Ui, ist gut. Also das Pferd müssen wir noch, glaube ich, einige Male zähmen. Zack. Die Reise geht ja auch weiter. Dann müssen wir hier auch mal ein bisschen Content bringen, ne? Wenn wir den Kanal schon bewerben. Dann muss auch mal was passieren. So. Wir müssten gleich angekommen sein am Stall. Und so für einen Livestream so ein bisschen rumreiten. Muss ja auch nicht sein, ne? Da wollen wir was erleben. Da vorne ist auf jeden Fall schon wieder der nächste Turm. Den brauchen wir. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass hier sieht es echt kalt aus, dass wir uns vorbereiten müssen. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass ich auch hier vielleicht ein paar Videos dann einfach mal mache, dass ich schon Rezepte koche und ja, alles, was so Zeit benötigt, ne? Aber das könnt ihr ja gerne sonst in die Kommentare schreiben. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Zack! Freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt schon über 200 Abonnenten haben. Oh, was ist da denn? Ist nicht so gut mit den Fledermäusen. Und was haben wir denn hier? Links. Irgendwie so eine Ruine oder so. Da können wir uns mal kurz anschauen. Ob das denn was Interessantes ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Oh, hier schlafen die. Ja, wollen wir die mal nicht wecken. Das ist der Marita-Umschlagplatz. Sowas musst du finden beim Sondel. Dann wird es auch was. So. Pferdchen. Machen wir mal kurz Pause. Sehr schön. Supi. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir sind ja jetzt hier an dieser Stelle. Und ich würde ganz gerne nochmal, also erstmal das Pferd abgeben, um zu schauen, ob wir hier in der Nähe denn noch einen Schrein haben. Hey! Ich möchte das eigentlich abgeben. Und wir haben das Pferd auf jeden Fall nach dem Kanalmitglied Cash benannt. Und dazu werden wir jetzt auf Wiedersehen sagen und beim uns auf eigene Faust mal durchschlagen. Hauptsache, das Pferd ist schon mal in guten Händen. So. Teleportieren. Heute hier unten kein Live-Chat, denn wir machen eine Aufnahme mit OBS. Und ich bin super gespannt, wie jetzt dann einfach die Qualität dann ankommt, wenn ich das halt jetzt hier einfach spiele. Ne? Aber live ist trotzdem immer was anderes, das muss man schon sagen. Jetzt führe ich ja einfach nur Selbstgespräche und kommentiere das. Und mit live ist schon wirklich super. Das bringt schon sehr viel Spaß mit euch. So. Also, ich brauche definitiv, also es sieht sehr kalt aus da hinten in der Gegend. Ich glaube, ich habe auch nur ein paar Rezepte, die gegen Kälte schützen. Eins, das ist echt nicht viel. Das bedeutet, wir brauchen ein paar Chilis und so, dann würde das funktionieren. Hm. Dann frage ich mich natürlich auch, was dort hinten ist. Ja, das sieht auch interessant aus, aber ich glaube, das schaffen wir erst, wenn wir ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Und hier am Schloss, da waren wir ja auch noch nicht so wirklich, ne? Ja, okay, gut. Wir gehen mal wieder zu dem Schrein. Gucken, ob wir von dort aus vielleicht noch was sehen.
Und wenn es klappt, dann machen wir gleich nochmal einen Schrein. Wir haben auf jeden Fall 8 Bewährungen. So, wir könnten, müssen dann doch nochmal das Herz holen und die Ausdauer. Leuchtsteine haben wir hier. Perfekt. Das ist auch so eine kleine Neben. Oh, perfekt. Super. Das können wir direkt erledigen. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was wir dafür eigentlich bekommen, wenn wir die Leuchtsteine abgeben. Yes. Nice. 10 Stück brauchen wir nämlich. Yay. Super, freut mich voll, muss ich sagen. Das sind genug Leuchtsteine, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Das hat sich schon direkt gelohnt. Da unten müssen wir dann hin, wenn wir unser Pferd später abholen möchten. Und ich gucke mal nämlich von hier oben. Manchmal sieht man ja wirklich viel mehr. So vom Hügel aus, vom Berg aus. Was ist das? Das ist nur Wasser? Das ist schon wirklich mega krass, ne? Die Open World hier. Also ist schon sehr viel. Wie viel Leuchtsteine haben wir? 9. Einen können wir noch gebrauchen, ne? Meint ihr nicht, dass da oben... Waren da nicht auch Leuchtsteine? Aber pass auf, wir gehen mal kurz zu den Zora zurück. Wir können, glaube ich, dort recht schnell einen Leuchtstein besorgen. Und dann haben wir nämlich diese kleine Nebenquest geschafft. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann machen wir heute so ein 20-Minuten-Video. Dann habe ich nämlich das. Und dann lade ich den ganzen Stuff einfach mal hoch. Denn ich finde, wenn ich das jetzt hier auf meinem OBS, auf meiner Maske hier sehe, finde ich die Qualität sehr gut. Wesentlich besser natürlich als im Livestream. Und ich möchte unbedingt das auch in dem Livestream in diese Art von Qualität reinbringen. Also, einfach mal schauen, was denn so geht. Wenn es natürlich so ist, dann ist das so, aber ich habe alles jetzt Mögliche getan, dass ich mich verbessere. Oh, eine Vogelnuss. Super, nehmen wir mit. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Wo können wir denn da einmal rüber? Okay. Ich glaube, wir müssen einmal hier lang gehen. Und dann klappt das. Ich bin mir sehr sicher. Springen. Er will da runterspringen. Rate ich ihm von ab. War doch ein Zora-Schwert? Sehr cool. Also auch immer ein Ort, wo man sich so nochmal kurz aufrüsten kann. Wenn es sein muss. Guck mal, könnt ihr ein paar Leuchtsteine sehen? Ist natürlich auch die Frage, ob die so ein bisschen respawnen. Also sprich, wenn wir... Oder wenn abgeerntet ist, ist abgeerntet? Oder wie ist das? Na, wir werden es ja gleich sehen. Wir nehmen jetzt unsere Zora-Rüstung. Und dann passt das schon. Und dann müssen wir auf jeden Fall einiges an Equipment dann halt besorgen, dass wir halt dann wirklich weiter zu den Ornis können. Weil dort wird es kalt. So. Das haben wir schon mal. Bisher sehe ich keine Leuchtsteine nirgendwo. Aber da oben sollen sie ja sein. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Zora-Kleidung. Und dann geht's ab die Post. Ja. Wunderprächtig.
So. Und hoch geht's. Na, ich würde mal sagen, er kann gut schwimmen. Feine Sache. Sehr, sehr gut, der Link hier. Aber das kann ich in echt. Yes. Da haben wir es. So. Nun wird's interessant. Ein Leuchtstein brauchen wir. Das ist ja wohl wirklich nicht so viel. Sollte man hier irgendwie hinbekommen, oder nicht? Ja. Ich mach das einfach so. Ich lade jetzt erstmal das Video hoch, damit es nicht zu lange dauert. Und dann geht's weiter im nächsten Video oder Stream, weil ich habe eh gerade schon Besuch. Aber ich probiere einfach was. Deswegen, bis zum nächsten Video. Und dann geht das ab. Und vielen... Bin sehr gespannt. Ja, ich mach da das Spiel.